Jungs, Finale, also 3 Minuten ist Minimum. Wenn es geiler wird, lasst es auch gerne laufen. Wir gucken einfach, wie es entwickelt. Habt ihr Bock auf dieses Finale Essen oder was? Auch hier bitte zum letzten Mal heute Abend Schere, Stein, Papier. Barracuda soll anfangen. Vergesst nicht, es geht um 200 Euro. Es geht um den letzten Titel in diesem Jahr bei Top Tier Takeover. Und jeder von euch hat nachher eine Stimme und entscheidet sich für einen MC. Habt ihr Bock auf das Finale Essen? Habt ihr Bock auf das Finale Essen? DJ Pete, let's go! Ey, Leute, bitte, was für ein hässlicher Cap. Du bist mir unangenehmer als MC Fontaine. Ey, was ein hässlicher Fehler. Der fetteste Puma, den ich jemals gesehen hab. Ey, Junge, lass mal, Bruder. Junge, du bist ein krasser Loser. Was ist das für ein Name? Barracuda. Seine Mutter schmeckt unten nach Maracuja. Hast du recht, ja. Der Name, der ist Barracuda. Denn ich ficke dich in allen Stellungen des Kamasutras. Yo, ey, was willst du mir erzählen? Bruder, heute werde ich hier dein Leben nehmen. Halt die Fresse, Junge. Was labert der Spaß? Auf seinem Kopf ist ein Hubschrauber-Landeplatz. Laber keinen Scheiß. Ich brate auf dein Kopf heute ein Spiegelei. Ja, yeah, ey. Ey, yo, was für ein Lauch. Hubschrauber-Landeplatz. Ich bringe dich ins Krankenhaus. Yo, ey, das ist das krasse Battle. Yo, was willst du jetzt machen, Bruder? Du bist nur ein Cap. Ja, am Zetteln, Junge, wie die Möse leckt. Er kommt mit dem Hubschrauber, ich zerbomb ihn wie ein Düsenjet. Junge, was ist los, wie ein Kampfjet in Raqqa? Junge, halt die Fresse, hier rappt grad der Bratan. Ey, ich komme und ich knall ihn, Düsenjet. Bruder, heute brauchst du einen Fallschirm. Yo, denn du explodierst, ich komme rein, yo, und dieser Kenku stirbt. Ey, der Pilot sagt, ich drück den Knopf und flieg raus. Und dann flieg ich einfach durch den Lauf. Junge, ich fliege einfach durch den Wind. Auf einmal seh ich da unten seine Mutter. Ey, Mann, sie spinnt. Ey, Bruder, ey, auf wen willst du knallen? Du bist das Flugzeug und ich bin die Alpen. Yo, das ist Andy Lubitz und jeder weiß, dass der Lappen einfach nur schwul ist. Was für schwul, was für ein guter G. Er ist stolz darauf, denn der Junge ist Suizid. Junge, 300 Kinder gestorben, du Bastard. Junge, lass mal, geh von der Bühne, du Spastmann. Spastmann, Bruder, pack mich noch einmal an und ich schwöre ja, dass ich dich kalt mach. Ey, yo, das gerade im 5-8, ich komme jetzt mal an, ey, der stinkt, die Nase rümpft, halt ja. Halt die Fresse, Junge, ich kauf deine Mutter am Tresen. Einmal faxen, 700 Libanesen. Direkt in deine Schnauze, halt die Fresse, geh mal nach Hause. Ja, und ganz genau deshalb wirst du in der Cypher geklatscht, 700 Libanesen, weil es alleine nicht schafft. Yo, Bruder, ich bin eine Wand. Was willst du jetzt machen, Bruder? Das ist jetzt mein Land. Halt die Fresse, weil seine Mutter heute im Puff fällt. Deine Familie zahlt an meinen Schutzgeld. Kleiner Motherfucker, Junge, verpiss dich, ich diss dich, weil du einfach nur eine Snitch bist. Hey, yo, kein Problem, mich in der Cypher zu schlagen. Wir zahlen Schutzgeld, weil wir es haben. Yo, ey, du gehst in Essen betteln. Und heute Abend musst du dich hier mir stellen. Junge, du hast gar nichts, du hast dich blamiert. Junge, du hast Geld, du kassierst doch Hartz IV. Junge, halt die Schnauze, du Arbeitsloser. Geh zur Seite, yo, du hast nichts großer. Und ich weiß ganz genau, dass ich dich jetzt in den Po fick. Ich kassier Hartz IV. Bruder, frag mal Notice. Ey, yo, Bewerbungen schreiben. Ich komme jetzt mal ran, um dich mit Fersen zu teilen. Ey, ich gebe zu, das Battle gegen Notice war schade. Doch ich hab gewonnen, lies alle Kommentare. Junge, 500, rauf und runter, ich fick deine Mutter. Yo, eine Frage, was ein komischer Lauch. Du hast gewonnen, ey, warum flogst du dann raus? Hä? Könnt ihr mir das jetzt beantworten? Ich komme jetzt mal ran, ey, du hast hier keine Antwort. Ey, halt die Fresse. Dicker, wart mal, war Hitler nicht dein Ur-Ur-Urgroßvater? Junge, du siehst aus wie ein Nazi, wie von der Stasi, verpiss dich, du Bastard. Yo, ich komme rein, yo, mit meinen Parts und wenn mein Opa dich hört, ey, dann dreht er sich im Grab um. Hey, yo, was soll denn das? Ich komme jetzt mal ran, Bruder, ich hab Zeugen, du Spaß. Ja, du hast Zeugen, Dicker, mach mal keinen Stress. Sein Opa war, Jungs, bei der SS. Junge, da bist du noch stolz drauf, du kleiner Lappen. Junge, es hauen dich gleich 300 Kanacken. Yo, ich komme rein, ey, ich mache dich jetzt kalt extrem. Bruder, ey, mein Opa wollte immer nach dem Rechten sehen. Yo, ey, er sorgt sich um dich, denn du bist einer leider nur ein Sorgenkind. Ja, ein Sorgenkind, Dicker, drop mal keine Texte. Er guckt nach dem Rechten, ich geb dir ne Rechte. Und einen Linken, da musst du zinken.
Junge, was ist los? Geh mal von der Bühne, ich muss winken. Was willst du machen, ey? Jetzt hier was zu sagen? Bruder, mein, weil deine Eltern dich schlagen. Bist du das Sorgenkind? Du bist gestorben, Bitch. Yo, und das weiß auch jeder Morgenkind. Junge, halt die Fresse, was sind das für verkackte Strophen? Junge, deine Eltern haben dich abgestoßen. Verstehst du? Digga, die haben keinen Bock auf dich, weil du ein Schmuck bist. Junge, und ich ja, ganz genau, ich werde deutlich gewinnen. Die haben mich abgestoßen, damit ich heute gewinne. Ja, ey, dreh dich um. Ich komme jetzt mal rein und du wirst hier gebumst. Junge, du wirst hier gebumst, ich bin heute der Genie. Und er fährt heute nach Hause mit Rolling G. Bruder, was ist los? Und die machen einen Dritten. Deine Mutter kommt zu mir nach Hause, ich geh auf die Titten. Barracuda ist der Typ, der jetzt gerade mit den Parts flowt. Du bist ein Genie, aber du bist doch auch arbeitslos. Ey, du hast es nicht geschafft und deshalb bist du von Barracuda in der Cypher geklatscht. Ja, ja, diese Lines sind der Hammer. Ich bin nicht arbeitslos, ich bin der Arbeitgeber deiner Mama. Limbecker Platz und sie sagt, Junge, du hast einfach verkackt. Yo, und ich ficke jetzt dein Mädel. Du bist der Hammer heute wie das Werkzeug auf deinem Schädel. Yo, es gibt Schädelbasisbruch. Ja, ich komme jetzt mal rein, weil ich dich jetzt gerade bumps. Junge, ich nehm die Gasknarre und jetzt gibt's Taubenschüsse. Gib dir mit den Hammer, Bohrer und Schraubenschlüssel. Ey, was labert der von einem Werkzeugkasten? Mach keine Faxen, Junge, du musst es lachen lassen. Vorbei essen, gib mal Respekt an die Jungs. Alter. Und nur mal so zur Information, man kriegt das ja nicht so wirklich mit, wenn so ein Battle einfach läuft. Die liebe Magda hat ja die Stoppuhr in der Hand. 5,5 Minuten Freestyle-Battle-Finale essen! So, ihr entscheidet das. Letzter Titel des Jahres, überlegt nochmal. Geilere Lines, geilere Konter. Wer hat die 200 Euro heute Abend verdient? Jeder von euch entscheidet sich für einen MC. Wer ist dafür, dass Barracuda der Gewinner heute Abend in Essen ist? Dann bitte Hände und Lärm! Wer ist dafür, dass Bilial heute Abend in Essen der Gewinner ist? Dann bitte Hände und Lärm! Herzlichen Glückwunsch! Boah! Ich würde erstmal den Zweitplatzierten zu Wort bitten. Ja, was los? Was soll ich sagen? War ein super, mega geiles Battle, ey, 6 Minuten oder was? Und ja, du hast deine Leistung bestätigt aus Köln, feier ich und mach so weiter und hat mega Bock gemacht. Ist doch scheißegal, oder? Jo, Leute, danke erstmal so, dass ihr das so krass feiert. Ich bin ehrlich, ich habe ihn weiter vorne gesehen. Aber es ist halt manchmal so, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ich verzichte auf die 200 Euro Preisgeld. Ich möchte, dass beim nächsten Freestyle-Turnier um 200 erhöht wird, damit die ganzen Nachwuchsrapper, Newcomer auf die Bühne kommen und ficken. Dankeschön. Ich muss nur ganz kurz sagen, das Wort wurde ja in den letzten Jahren, gerade im Deutschrap-Kosmos, so ein bisschen befleckt und ein bisschen durch den Dreck gezogen. Aber ich finde, in diesem Moment kann man es wieder hervorholen. Ehrenmann. Freestyle-Battle-Finale heute Abend in Essen. Barracuda gegen Bilial. Es ist ja immer schwierig. Wir haben das in vielen Turnieren gemerkt, ne? In der ersten Runde ist sehr viel Feuer drin, im Halbfinale auch noch und im Finale geht das dann oft so ein bisschen runter. Ist natürlich schwierig, wenn man so lange durchfreestylt, wenn man noch in der Cypher präsent ist und dann sich noch irgendwie Lines aus dem, was weiß ich, Sack, Hinterkopf ziehen muss, wohin, her, auch immer. Ich finde aber, ihr habt das geil gemacht. Ihr habt vor allem, glaube ich, 5,5 Minuten noch durchgezogen so. Barracuda, erstmal Frage an dich, wenn man so ein komplettes Turnier durchgeht, am Ende, hat man da überhaupt noch klare Gedanken oder ist das wie so ein Brei und irgendwas passiert? Im Normalfall schon, weil wenn man halt jemanden auf Augenhöhe hat, der einem auch Vorlagen gibt, die man kontern kann, worauf er dann wiederum auch kontern kann,
und man sich dann durch im Laufe des Turniers halt einfach warm machen konnte, dann ist es auch gar kein Thema, mal 5 oder 6 Minuten am Stück zu battlen. So, das hat man ja auch gesehen. Und das Niveau war ja jetzt nicht so, dass dann nach 4 Minuten oder so abgeflacht ist. Ja, war ja überhaupt nicht. Da gab es ja dann auch noch einen Beat-Switch und so. Es war dementsprechend auch im Großen und Ganzen, selbst im Finale noch mit viel Feuer. Wir haben uns ja auch sehr, sehr nah gestanden und auch immer wieder hier und da weggeschubst und so, das war schon anders. Du sprichst gerade an, das war so ein Ding, da gab's bei euch so, ja, die Schubserei, ein bisschen Anfasserei. Man muss halt immer so ein bisschen gucken, weil das natürlich vielleicht, ich weiß ja nicht, ich kenne euch beide nicht persönlich, ich weiß nicht, wie ihr drauf seid, nachher triggert es einen vielleicht irgendwie zu sehr und nachher eskaliert es dann oder so, deswegen habe ich da mit Tierst auch ein bisschen eingegriffen. Ich würde mal sagen, Bilea, du warst da so ein bisschen mehr der provokant agierendere Part. Dann ist Barracuda darauf eingestiegen. Hast du das in dem Moment so, ist das so eine Automatik oder wolltest du ihn damit provozieren? Nee, also das kommt einfach irgendwie so. Das ist eine scheiß Angewohnheit anscheinend, muss ich mir ganz schnell abgewöhnen, so, weil es echt nicht cool, aber es war auch so dieses Feuer so, ne, quasi und keine Ahnung, es ist einfach so aus dem Aspekt so. Keine Ahnung, ich habe ihm dann halt anscheinend einen Schubser gegeben. Affekt. Ja, schon ein bisschen was. Ja. So halt, ne? Danke für die Verbesserung. Barracuda, wie sieht's denn überhaupt bei dir aus? Ich kenne dich ja jetzt schon bei uns von der Bühne. Wie sehen bei dir die zukünftigen Pläne aus? Heute war das eine spontane Aktion. Hast du das auf dem Plan gehabt zu battlen? A Cappella-Matches, irgendwas geplant? Wie sieht deine zukünftige Battle-Rap oder auch einfach Rap-Karriere aus? Ja, Rap-Karriere, das läuft halt immer nebenbei und ich mache sehr viel Musik, schreibe viele Texte und das hört auch gar nicht auf so. A Cappella ist halt immer so eine Sache einfach der Organisation vom privaten Leben und alles Mögliche halt, ne, wie das irgendwo auch noch zu vereinbaren ist. Ich hatte vor zu freestylen, ich hatte auch vor, noch einige andere Termine in der nahen Zukunft einfach mitzunehmen, weil ich im Moment tatsächlich sehr, sehr viel Bock habe. Nicht zuletzt auch durch die Battle Rap Bundesliga, die ich jetzt auch sehr, sehr gerne mal erwähnen möchte, weil das ist auch einfach so ein mega guter Stammtisch, sag ich jetzt mal, weil da so viele Heads zusammenkommen. Und ja, voll interessant. Das ist definitiv interessant und das müssen wir auch erwähnen, weil da sollten wir dem Ganzen auch sehr viel Aufmerksamkeit schenken. Voll. Und ich bin weiterhin am Start und hab Bock und machen wir. Definitiv BRB. Ich komme auch gerne mal wieder vorbei. Ich war bis jetzt nur einmal da. Wenn ich mal wieder in Dortmund bin und ein Spiel gucke und dann an dem Abend BRB ist, dann ist perfekte Symbiose aus allem, was mir so Spaß macht. Deswegen Shoutout an die BRB, Shoutout an Merlin. Geil, was ihr da auf die Beine stellt. Und sehr geile Location und auch Props an, muss ich sagen, an das Kamerateam da auch. Props, so wie die das ganze Ding da einfangen und so. Also einfach gesamt eine gute, schöne Arbeit bei der BRB. Ja, Props auch an unseren Kameramann, der dieses Interview gerade einfängt und ein bisschen sauer auf mich. Vibriert dein Handy gerade oder was ist das? Oh, okay. Naja. Seitdem du dieses Turnier gewonnen hast, vibriert dein Handy ja andauernd. Du hast in letzter Zeit, nee, aber jetzt mal ernsthaft, du hast in letzter Zeit, bist du, glaube ich, sehr vielen Leuten in der Szene positiv aufgefallen und das ist so, glaube ich, heute der Moment gewesen, wo einfach so, das war fällig, dass du das Ding heute holst. Auch, ey, guck dir später nochmal die Cypher an, Alter, du Wichser. Einfach, Digga, was ist los mit dir, Alter? Wie ist dein, erzähl mal ganz kurz auch ein bisschen über dich nochmal, so die History von dem, wie du Rap kennengelernt hast, wie du an die Battle-Sache gegangen bist und dass du jetzt hier heute als Gewinner sitzt. Ja, rappen tue ich schon länger so, also immer Tracks gemacht und ja, und die ganze Zeit jahrelang Rapper mitverfolgt, ne, so dann Top-Tier halt und irgendwann habe ich gesagt so, boah, ich habe da selber mal Bock drauf. Ja, und was man nicht vergessen darf, so, warum auch vielleicht gerade im Finale so ein bisschen Feuer war, ich wollte es unbedingt haben. Ne? Ich bin jetzt zu 7 Shows gekommen, ne? Zu 1 Show, also schon seit Berlin-Abschluss am 22.06. Saisonstart. Ich war jedes Mal dabei, ich war 2-mal in Berlin, bin 2-mal nicht durch die Quali gekommen. Ich bin nach Köln gekommen, nach München, nochmal nach Berlin, Essen und ich wollte einfach unbedingt halt diesen Titel haben. Ne? Ich habe so, und das ist, glaube ich, auch
der Grund, warum vielleicht ein bisschen diese Schubser kam, ist jetzt vielleicht nicht so eine Ausrede dafür, aber so dieses Feuer in mir, das musste jetzt einfach so, ich hätte alles dafür getan. Also nicht alles, aber du weißt, was ich meine. So, ich habe 7 Städte, du kennst das selber, das ist auch anstrengend so, weißt du, und für mich auch und ja, so halt, ne. Ich kann das voll nachvollziehen, so, also wie du gerade erzählst, wenn du sagst, ich kenne es auch, das waren früher Sachen abseits der Kamera, aber du hattest so viel Hunger, du hattest so Bock und jetzt ist so, Digga, Alter, letztes Turnier, Jahresabschluss, heute in Essen und du hast dir einfach das Ding verdient, wie du gerade sagst, Alter, 7 Städte, du bist überall hingefahren, heute hast du den Titel geholt, checkt auf jeden Fall alle vorhergegangenen Battles von Belial aus, er ist durch eine harte Schule gegangen, er ist durch die Qualis gegangen, er ist durch Flixbusfahrten, Autofahrten, Zugfahrten, whatever Fahrten gegangen und hat sich heute verdientermaßen den Titel geholt. Belial, Gewinner in Essen. Peace.